Nein. Herzlich willkommen auf unserem Kanal und bei diesem besonderen Video. Ja, wie ihr merkt und wahrscheinlich schon gelesen habt, das heutige Video ist ein bisschen was Besonderes. Und zwar möchten wir uns einfach mal nach nun schon über 200 Abonnenten bei euch bedanken. Und auch für die sichtbar gestiegene Interaktion. Also es werden immer mehr Kommentare hinterlassen. So, das freut uns natürlich auch. Mhm. Und ja, da möchten wir euch einfach mal was zurückgeben. Ja, wir haben uns da echt eine ganze Weile Gedanken gemacht, was das sein könnte, weil der Kanal ja doch schon irgendwie unterschiedliche Themen behandelt und wir dementsprechend auch unterschiedliches Publikum haben. Sind dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass irgendwie Camping doch das ist, was uns ja am meisten begeistert, weil jetzt zum Beispiel Veganismus ist für uns einfach längst normal, also das ist nichts, was wir noch nicht groß behandelt haben jetzt auf dem Kanal. Und mit sowas wie Rohkost zum Beispiel werden auch deutlich weniger Menschen was anfangen können als mit Camping. Und deshalb habe ich einfach mal in Campinggruppen auf Facebook gefragt, was denn von den Anschaffungen her so das Leben als Camper am meisten bereichert hat, am meisten begeistert. Und da hat sich der Omnia-Backofen eindeutig als sehr, sehr beliebt erwiesen. Und zwar so beliebt, dass wir uns nicht nur entschieden haben, einen davon an euch weiterzugeben. So, dann? Uns auch noch selbst eingekauft haben. Tada! Also der Omnia ist ein Backofen, quasi für den Herd. Für den Gasherd? Für den Gasherd, genau. Ihr stellt ihn dann da drauf und er sieht ein bisschen aus wie so ein Google-Hupf, würde ich sagen, mit Deckel. Und darin könnt ihr halt alles Mögliche zubereiten, was ihr auch in einem Ofen zubereiten würdet. Also ein Auflauf, Muffins, es gibt extra Einsätze, die muss man aber extra kaufen. Ihr könnt einen Kuchen machen, ihr könnt Brötchen aufbacken oder Brötchen selber backen. Mhm. Was auch super cool ist, finde ich, wenn man unterwegs ist zum Campen. Und ja, man ist halt super flexibel damit. Also man muss nicht nur dann was aus der Bratwanne oder aus dem Topf essen, wenn man unterwegs ist, sondern man hat den Luxus, dass man einen kleinen, kompakten Ofen dabei hat. Ja, und durch die Form, ich habe gerade mal geguckt, die sieht man jetzt leider nicht so, dass man sie auf dem Bild gut sehen würde. Vielleicht hier ein bisschen. Hier ist halt so ein Loch in der Mitte und da kommen halt die Flammen durch und die Wärme verteilt sich dadurch besser in dem ganzen Behälter. Und wir können euch auch gerne in einem weiteren Video den Omnia mal richtig vorstellen. Mhm. Und auch wenn ihr Interesse habt, das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Dann bereiten wir gerne auch mal vegane Köstlichkeiten da drin zu. Auch gerne unterwegs oder von zu Hause. Und genau. Oder vielleicht kennt ihr ja auch schon den Omnia und könnt uns sagen, was ihr schon alles darin Feines gekocht habt oder was ihr darüber denkt. Okay. Ja, wir haben lange überlegt, aber letzten Endes sind wir zu dem Entschluss gekommen, das Einzige, was ihr dafür tun müsst, um das gewinnen zu können, ist einfach, schreibt uns in die Kommentare, warum ihr gerne einen hättet, was ihr damit machen wollt oder falls ihr vielleicht schon einen habt oder schon mal mit einem was gemacht habt, was ihr davon haltet, was ihr damit gemacht habt und ja, das war's eigentlich. Und die Gewinnspielbedingungen, die schreiben wir nochmal in die Videobeschreibung, genau. Genau. Unbedingt durchlesen. Genau. Ja. Okay. Dann danke fürs Zusehen und schaut gerne unsere weiteren Videos an. Teilt auch gerne das Video. Genau. Wir freuen uns über rege Teilnahme. Und ja, wir freuen uns, wenn euch das Gewinnspiel gefällt. Und wenn ihr Freude mit dem Omnia habt. Genau. Ja. Okay, wie hören wir auf? Ciao, Kakao. Was? Ciao, Kakao. Ciao.